Was darfst du dich freuen? Was darfst du erleben? Was steht für dich bereit? Was ist da, was du vielleicht noch nicht siehst und noch nicht greifen kannst? Und du fragst dich, oh, ich kann hier gerade nichts greifen, es ist alles so hoffnungslos oder irgendwie, du hast gerade nichts, wie gesagt, so in Sicht vielleicht, aber weißt doch nicht, ja, es ist vielleicht Hoffnung, Illusion, aber ja, bleibt es nur da oder kommt hier wirklich was in Bewegung? Im Allgemeinen und vor allem, was die Liebe betrifft. Und auch was die Liebe betrifft, da legen wir heute dann explizit noch weiter, dass wir da noch ein bisschen mehr in die Tiefe reinkommen. Und da schauen wir jetzt mal nach. Was steht für dich bereit? Und ihr Lieben, ein ganz herzlich liebes Hallo, ein ganz liebes Willkommen für jeden, der neu hier dabei ist. Schön, dass du da bist und danke für alle anderen, für eure Treue, für eure Unterstützung hier auf dem Kanal, für eure Herzlichkeit, eure liebevollen Kommentare. Ihr seid alle wundervoll, jeder einzelne von euch. Und für dich jetzt erstmal alle ganz herzlich lieb von mir umarmt. Wichtig ist auch, wir sind hier im Kollektiv, Personenkarten sind geschlechterneutral und eine Kollektivleben kann nicht für jeden zutreffen. Und wir schauen jetzt mal nach. Wie gesagt, wir haben ja auch was zur Klärung noch mit dazu und explizit, was die Liebe noch betrifft. So, dann schauen wir doch mal, wie es denn hier so ein bisschen ausschaut bei dir. Auf was darfst du dich freuen? Oder auf was kannst du dich vorbereiten? Freuen, vorbereiten, vorarbeiten. Ja, also ist es so, deine Gedanken, süß, deine Gedanken kreiseln, also von ihm jetzt, dein Herzensmensch haben wir nämlich auch gleich hier mit parat liegen. Also da sage ich jetzt schon mal, schaut schon mal richtig gut aus, was jetzt hier in Bewegung kommt. Wow. Also ich bin jetzt schon total geflasht von dieser Legung und ihr wisst ja, ihr kennt mich ja mittlerweile, dass ich da selber so komplett mitschwinge in der Legung. Und ich bin da voller Emotionen immer mit dabei. Also, wahnsinnig toll. Auf jeden Fall kann ich dir sagen, halt, da möchte ich hier noch was zur Klärung dazu haben. Schaut auch schon mal tipptopp aus. Na, jetzt habe ich das ganze Bild zerstört. Das mache ich super. Ich habe es halt richtig drauf, ne? Okay. Sehr interessant. Gut. Also, wir haben ein klares, deutliches Bild hier zu sehen. Halt, das legen wir auch mal ein bisschen mehr nach oben, damit wir noch Platz für die hier haben. So. Also, zum einen deine Gedanken. Deine Gedanken kreiseln hier schon sehr stark in dem Bereich rum. Ja. Vielleicht hast du dich von jemandem abgewendet, deinem Herzensmenschen, männlich wie auch weiblich, oder er sich von dir. Was dir in deinen Gedanken rumkreiselt, habe ich was falsch gemacht, habe ich was richtig gemacht, habe ich es richtig gemacht, habe ich es falsch gemacht, war es die richtige Entscheidung. Aber im Grunde genommen strugglest du hier selber gerade in dem Bereich, weil vielleicht hat er sich auch zurückgezogen oder du, wie gesagt, liegt hier genau mittig zwischen euch beiden, da der Rückzug, dieses, was die Verbindung betrifft, die Beziehung zwischen euch beiden, da habe ich die Unsicherheit liegen. Die Unsicherheit, hat er oder sie dich überhaupt geliebt? Oder hätte Liebe entstehen können? War da irgendwas? Und deine Gedanken habe ich komplett in der Schwere. Irgendwie möchtest du was tun, du möchtest den Kontakt mit ihm. Hältst dich aber irgendwie doch noch hier auch zurück. Sag ich dir jetzt, wenn du dich zurückhältst, um eine Nachricht zu schreiben, sage ich hier, ja, bitte halte dich weiterhin zurück. Lehn dich zurück, ess ein Obstsalat oder Popcornchips, was auch immer du möchtest. Denn ich habe eine komplette Wende hier für dich liegen. Gehen wir erstmal in diesem Bereich, da legen wir noch weiter. Wir haben hier eine komplette Wende, einen Neubeginn, einen Wandel, der absolut vom Glück gesegnet ist. Ich habe das doppelte Glück. Den Neubeginn im Glück, den Neubeginn im Wandel, in der Veränderung. Und vor allem, was ich jetzt hier on top spitzenmäßig finde, wir haben einen Neubeginn, deine Ziele. Dein Ziel wirst du erreichen, da wo du hin möchtest. Sei es im finanziellen Bereich, sei es hier auch, wenn du einen Umzug planst oder im Kopf hast. Den Umzug habe ich bei dir liegen. Und dieses Abwenden
von anderen Personen in deinem Umfeld, wo du merkst, irgendwie da hängst du vielleicht gerade ein bisschen drin. Ich habe hier so unsicher, ist es die richtige Entscheidung gewesen? War es das Richtige? Soll ich das wirklich auch tun? Also hat jetzt hier mal nichts mit ihnen zu tun, ne? Also was in deinem Umfeld hier das betrifft, wo du sagst, boah, irgendwie ist hier mein Vertrauen. Mein Vertrauen ist hier irgendwie gebrochen worden. Da sage ich dir, absolut super Entscheidung, denn du hast die Entscheidung zu deinem Glück auf jeden Fall getroffen. Es ist die richtige Entscheidung. Du wirst auch die richtige Entscheidung treffen, wo du dir auch jetzt noch Gedanken machst, war es richtig, war es falsch gewesen? Doch, es war richtig gewesen, weil du dich für dich entschieden hast, für dein Sein. Und wenn du dich hier von anderen Menschen abwendest, sage ich dir auch, es ist absolut spitze, was du machst. Denn diese Personen haben dich hier immer wieder in der Unsicherheit gehalten, haben dein Vertrauen ausgenutzt. Vielleicht, wenn du fort warst oder irgendwas oder ihr unterwegs gewesen seid, nur als Beispiel jetzt gesehen, dass die Person dann gesagt hat, boah, ich habe irgendwie, oh Gott, mein Gott, ich habe mein Geldbeutel vergessen, das Geld nicht dabei oder so wenig. Und dann hast du ausgelegt das Geld. Da sage ich dir auch, was das betrifft, Geld verleihen, aktuell habe ich hier bei dir liegen. Du kennst die Menschen dann auch. Da lass es bitte sein. Denn da habe ich, es wird dir gerade aktuell nicht zurückgegeben oder nur ein kleines bisschen was. Also wenn es hier um Summen geht, was du verliehen hast oder materielle Sachen, da struggelt es auch ein bisschen. Frag hier nochmal nach, hak hier nochmal nach und sag, hey, du hast doch noch von mir das und das. Will ich jetzt zurück? Und vor allem, gib hier auch mal Grenzen. Pass auf, 3 Tage oder morgen, ich hole es mir ab. Oder gleich heute noch, ist doch kein Problem. Ne? Sowas. Wenn dich jetzt ja aktuell jemand fragen sollte, nein. Also egal wie und was, weil da möchte jemand deine, du bist ein sehr herzlicher Mensch, sehr gutmütig. Du möchtest das Gute tun, möchtest anderen Gutes tun. Stellst dich gerne auch selbst immer ein bisschen in den Hintergrund rein, da sage ich dir hier nein. Du bist jetzt hier auf dem Weg, dich nach vorne zu stellen und sagst, boah, nee. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich wert bin, was ich verdient habe zu bekommen, denn ich habe Glück verdient. Und da finde ich dich super in dieser Position. Wenn du noch nicht in dieser Position bist, dann gib dir mal selber einen kleinen Tritt in dein kleines Popöchen und sag dir, hey, nein, ich habe es verdient, ich bin es wert, denn das bist du. Denn auf dich kommt Wundervolles, Wunderschönes zu. Ich habe deine Zielstrebigkeit zum Erfolg, großen Erfolg, kleinen Erfolg. Und wenn jetzt hier jemand kommt und sagt, hat doch eigentlich immer geklappt oder könnte ich doch mal fragen, ob ich mir was ausleihen kann oder irgendwas, ist hier so ein kleines bisschen die Vorsicht geboten, lass es. Denn da ist die Gefahr groß, dass du es vielleicht nicht zurückbekommst oder kaputt zurückbekommst. Und da, mir fehlt ja auch so ein bisschen die Entschuldigung, die ehrliche Entschuldigung von der anderen Person. Weil ich das, dieses mehr so dieses klammheimlich aus der Affäre rausziehen, das habe ich hier liegen. Für dich habe ich komplett, wenn du eine Entscheidung triffst, wenn du sagst, okay, du möchtest jetzt hier was kaufen, was Größeres, eine Veränderung im häuslichen Bereich zum Beispiel. Oder du möchtest was verändern in der Wohnung, im Haus oder wie auch immer. Auch was einen Umzug betrifft, da sage ich, es ist komplett hier auf dem Glücksboden gerade. Mach es auch. Wenn du sagst, du möchtest vielleicht auch Geld investieren in irgendwas, da sage ich dir, ja, es ist die richtige Entscheidung, es jetzt zu tun. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt hier jeden Abend animieren möchte, ne? Dass jetzt hier jeder rausschießt und sagt, boah, ich muss jetzt. Nein, bitte, bitte nicht. Wir sind im Kollektiv. Ganz, ganz wichtig. Ne? Dann, so ein ganz kleines bisschen habe ich aber auch den Verlust liegen in der Öffentlichkeit. Das heißt hier, weil wir jetzt vorhin das Geld, den Geldbeutel angesprochen haben, das Geld angesprochen haben, was die Finanzen, auch das Geld oder in Ring, irgendwas Materielles, was einen Wert für dich hat. Materiell der Wert, aber auch einen emotionalen Wert. Vielleicht ein Schmuckstück oder irgendwas Besonderes. Das kann auch ein ganz kleiner Schlüsselanhänger oder irgendwas sein. Da heißt es, schau da ein bisschen mehr bitte drauf, weil irgendwas ist hier so ein bisschen, das vielleicht nicht mehr richtig hält oder sowas. Oder ein Geldbeutel, hast du nicht richtig in Tasche eventuell rein. Oder den Geldschein nicht richtig in den Geldbeutel reingesteckt. Irgendwas oder nur in der Hosentasche, in der Jackentasche drin, wie auch immer. Da ist auch so ein bisschen, da habe ich ein kleines bisschen die Verlustgefahr. Liegt mir aber so da, dass du es vielleicht nicht komplett verlierst, sondern oh, da war doch irgendwas, du so dieses, weil ich deine innere Stimme hier sehr stark sehe, dass die sehr präsent auch wird, dein Bauchgefühl. Und dass du diesen Zugang komplett hier greifst für deine innere Stimme, deine Intuition und diese auch folgst, was ich hier absolut spitze finde. Wie gesagt, Veränderung komplett mega, super klasse. Dann habe ich hier eine Person liegen,
Beziehungsweise die Person, ja, kann jetzt eine Person aus der Vergangenheit sein, dass ich jemanden, nein, das ist keine Herzberührung, ne? Es ist kein Mensch, der dein Herz berührt hat. Da habe ich jemanden, der taucht hier ein bisschen auf, also ganz plötzlich, unerwartet, taucht er wieder auf. Kann auch sein, dass er vielleicht so ein paar Vorwürfe für dich hat oder irgend sowas, was dich, ja, diese Vorwürfe, dieses schlechte Gewissen, er wurde von dir oder sie von dir enttäuscht. Und da ist auch so ein bisschen, puh, wende dich ab, absolut richtige Entscheidung. Hier kann wirklich sein, dass hier jemand wieder auftaucht. Wenn du jemanden Neues kennenlernst, der mit dir in die Kommunikation kommt, kann es auch sein, dass du dich aus, dass dieser Mensch dich erinnert von jemandem aus der Vergangenheit, deiner Vergangenheit, wo dann so ein bisschen so eine Welle von der Enttäuschung aus der Vergangenheit wieder kommt, was du erlebt hast. Da ist es auch so, wenn du sagst, ja, du weißt jetzt nicht genau, soll ich, hänge ich hier noch zu sehr in der Vergangenheit fest oder dass ich das, beziehungsweise hänge ich zu sehr in der Vergangenheit fest, dass ich es vielleicht ablegen sollte und dem Menschen eine Chance geben sollte, das sage ich dir hier, nee, der hat so ein bisschen schon diese Verhaltenszüge ja, aus der Vergangenheit. Ja, wir haben es jetzt hier wirklich ganz klar liegen, da die Warnung auch lass es. Also der hat diese Verhaltenszüge, die du siehst, das ist keine Illusion, die du hast. Oder wo du sagst, okay, vielleicht verbinde ich das nur zu sehr aus jemandem aus der Vergangenheit, was ich erlebt habe. Da sage ich dir doch, ist es wirklich so. Weil bei diesen Menschen habe ich liegen, dass die Enttäuschung vorprogrammiert ist. Wirklich jetzt auch die Tränen. Weil ich habe ihn unehrlich liegen. Also er macht auch so ein bisschen, kann auch sein, dass er dir ein bisschen sehr viel Druck ausübt. Dieses alles schnell, schnell und lass uns da treffen und das machen und das und das und das. Und dann fühlst du dich total überrumpelt. Aber ihn habe ich ein bisschen in so einem Kontrollwahn auch liegen. Und das muss nach seiner Geschwindigkeit richtig schnell gehen. Vollgas. Wie gesagt, dich sehe ich hier ein bisschen überrumpelt. So, jetzt kommen wir mal in diesen Bereich rein, den ich persönlich jetzt ja wunderschön hier auch finde. Deinen Herzensmenschen. Also wie gesagt, den legen wir mal ab. Also da, wenn hier jemand kommt und du das Gefühl hast, entweder das ist der Mensch aus der Vergangenheit, also mit dem du mal Kontakt hattest, muss keine Beziehung gewesen sein. Da heißt es, da ist Unehrlichkeit, der führt was hier im Schilde. Und dich bringt das hier in die Tränen, in die Enttäuschung. Und diese Vorwürfe habe ich immer wieder auch liegen. Und auch wenn du jemanden Neues kennenlernst oder ne, so dieser Bereich, diesen Kontakt, da habe ich zu sehr die Unehrlichkeit bei den Menschen liegen. Da habe ich so ein bisschen dieses, der will eigentlich nur was. Und ja, kommt aber nichts dabei raus. Einfach nur, dass er ist so ich bezogen. Und da habe ich so ein bisschen die Enttäuschung. Auch um die Tränen. Na, aber du, wenn, wie gesagt, du hörst auf dein Bauchgefühl, weil ich da immer mehr den Zugang habe für dein Bauchgefühl. Und das finde ich absolut spitze, was du hier tust, denn du sagst dir selber, hey, ich bin absolut top. Ich bin mir so viel wert, deinen eigenen Wert holst du dir nämlich selber. Und das ist eine wundervolle Eigenschaft. Einstellung. So, dann schauen wir doch mal, was wir mit meinen Herzensmenschen bekommen. Denn deinen Herzensmenschen habe ich nämlich in der Aktivität in deine Richtung. Also dein Herzensmensch ist in der Aktivität in deine Richtung. Und bei deinem Herzensmenschen ist es auch da irgendwie, vielleicht hat er dich abgeblockt zum Beispiel die ganze Zeit. Oder hat sich auch nicht weiter gemeldet. Oder dir vielleicht komische Nachrichten geschrieben oder gar keine. Wir sind ja auch im Bereich Ghosting vielleicht drin. War immer mehr, dass er die Entscheidung getroffen hat, vielleicht nicht unbedingt in deine Richtung. Ist aber so, weil bei ihm habe ich diese Zielstrebigkeit, das alles hier wieder gut zu machen, mit dir in die Kommunikation zu gehen. Deinen Herzensmenschen habe ich in dem Bereich liegen, er macht sich genauso Gedanken um dich, zu dir, wie du auch zu ihm. Also da habe ich, ihr spiegelt euch komplett. Das, was du denkst oder wo du denkst, boah, da sind noch Gefühle da, da ist was da. Nein, das ist keine Illusion. Dein Herzensmensch hat genau dasselbe in deine Richtung. Und ich habe die Verbindung wieder. Ich habe die in Liebe, die Verbindung. Es ist diese Tiefe auch da. Dein Herzensmenschen wird sich wieder bei dir melden. Ich habe den Kontakt zwischen euch beiden liegen. Und ich habe die Verbindung zwischen ihm und dir, also was er spürt, sind diese Glücksgefühle. Denn er weiß, was er eigentlich verbockmistet hier hat. Ne? Also verbockmistet hier hat oder wie auch immer.
Und er spürt die Nähe, er will die Veränderung. Also wir haben hier komplett die Aktivität von deinem Herzensmenschen raus aus der Starre, raus aus dem Stillstand, rein in die Veränderung. Hier wird mir auch gezeigt eine Einladung im häuslichen Bereich. Also dass es auch wirklich sein kann, dass dein Herzensmensch sagt, puh, also ich möchte jetzt hier schon hier mal richtig was wieder, ja, was gut machen. Denn ich habe das Gutmachen liegen und wenn wir jetzt in der Kommunikation sind, nochmal, er ist jetzt aktuell noch in der Unsicherheit, er struggelt hier noch so ein bisschen, weil er weiß, er hat dich enttäuscht. Er will dich aber nicht mehr enttäuschen, er will raus aus dem Ganzen und will rein in die Veränderung. Und in die Veränderung, raus aus dem Rückzug, das ist eine wundervolle Veränderung. Und wir haben hier nochmal gespiegelt die Zielstrebigkeit. Du bist die Zielstrebigkeit komplett in die Liebe rein. Also es ist wirklich, er hat sich zum Ziel gesetzt, er will den Kontakt mit dir, er will das Ganze wieder vertiefen, aber er will sich auch entschuldigen. Ich sag mal, vielleicht nicht unbedingt, dass er hier diese Entschuldigung direkt ausgesprochen bekommt. Auf einem anderen Weg. Wir haben hier so ein bisschen ein kleines Schlingelchen liegen, der wirklich auch versucht, ja, es ist Wahnsinn, wie sich das Ganze hier spiegelt. Also es ist wirklich fantastisch. Er will auf einem anderen Weg so ein bisschen dieses, ja, vielleicht mit einer Einladung auch. Also dieses, dir es zeigen. Ich habe diese Öffnung, diese Nähe auch wieder und er will dir die Nähe auch zeigen. Wie gesagt, bei dem einen oder anderen kann es sein, dass er die Entschuldigung nicht unbedingt direkt ausgesprochen bekommt, ja. Aber du wirst es merken, du wirst es spüren. Veränderung von deinem Herzensmenschen. Und das, was du jetzt vielleicht noch nicht siehst, ist das, was richtig in der Aktivität aber auf dich zukommt. Was die Kommunikation betrifft. Wie gesagt, wenn du jetzt gerade so ein bisschen bist, hätte ich vielleicht doch schreiben sollen, hätte ich mich entschuldigen sollen. Nein, du nicht, nein, gar nichts, egal um was es gegangen ist. Dein Herzensmensch kommt wieder auf dich zu. Und auch wenn du niemanden in deinem Herzen aktuell hast, wo du sagst, mit dem könnte ich mir schon eine Beziehung vorstellen, da habe ich dann auch einen Kandidaten, der auf dich zukommen wird, der diese Verbindung haben möchte. Kann auch sein, dass am Anfang von der Kommunikation, wenn du ihn noch nicht kennst, also wie gesagt, den Kandidaten hier unten nicht, den kicken wir hier mal weg, dass er vielleicht ganz komisch erst am Anfang reagiert, kommt aber wieder auf dich zu und wird dich dann gleich einladen. Die Einladung habe ich Herzensmensch oder den Menschen, den du noch nicht kennst. Habe ich die Einladung da, diese Wiedergutmachung? Vielleicht, dass er dich mal, du hast irgendwas zu ihm gesagt und er hat dich nicht beachtet und bekommt aber so direkt vielleicht diese Entschuldigung gerade nicht raus. Mich das auf einem anderen Weg. Ich habe Einladung, ich habe Treffen, ich habe diese von dem Herzensmenschen, wenn ihr die Nähe schon habt, dein Herzensmenschen und du, also wie gesagt, dass es den schon aktuell direkt gibt bei dir, habe ich eine Einladung im häuslichen Bereich. Da habe ich auch die Veränderung liegen. Ich habe dieses Gemeinsame, auch ein bisschen unsicher, wie gesagt, ist er auch noch, wirst du auch mitbekommen in der Kommunikation, weil unsicher ist auch, er weiß, was er dir eigentlich angetan hat. Er kommt jetzt komplett ins Fühlen, in die Reue auch rein. Ob du natürlich noch willst, du wirst dir auch deine Gedanken machen, weil du bist in der Entscheidung. Du hast jetzt die Entscheidung, nicht dein Herzensmensch, sondern du darfst die Entscheidung treffen. Will ich den Kojoten oder will ich ihn nicht mehr? Na? So, dann schauen wir doch mal, was wir denn hier noch bei deinem Herzensmenschen zur Klärung bekommen, was denn da genau Sache ist. Ah, wisst ihr was, wenn wir schon mal drin sind, nehme ich das auch gleich mit für euch. Sind wir euch und den Bereich. So, gut. Dann schauen wir doch mal. Okay. Es ist wirklich traumhaft. Traumhaft. Die Entschuldigung, was ich hier die ganze Zeit angesprochen habe, bestätigt das Ganze jetzt nochmal. Wir haben sorry. Sorry, es ist die Entschuldigungskarte. Der Mensch, dein Herzensmensch, will sich bei dir entschuldigen. Ja, er hat noch ein bisschen ein paar Blockaden. Was ich ja auch angesprochen habe, wird hier nochmal gezeigt. Er hat so ein bisschen die Blockaden noch, mit diesen Schatten auch noch zu springen, weil er noch unsicher ist, weil er weiß, wie gesagt, was er getan hat. Und da ist jetzt so dieses Weiche, was dein Herzensmensch zeigt. Aber es tut ihm leid. Wir haben die Entschuldigung. Und ja, er will definitiv dich. Er will den Kontakt mit dir.
Er will diese Verbindung mit dir wieder entstehen lassen und seine Zielstrebigkeit, dass er in die Aktivität kommt, wird er definitiv. Denn er will dich glücklich machen. Er will mit dir gemeinsam Zeit verbringen, Gespräche. Und ich habe glückliche Gespräche auch für euch beide liegen. Also von daher, es schaut wirklich wunderschön aus. Und wir haben hier komplett die positive Aktivität liegen. Und wenn du dir jetzt auch eine Frage gestellt hast, ob er dich liebt, ja, er liebt dich, definitiv. Na, also wir haben es hier in mehrfacher Form liegen, Liebe pur, also wirklich wunderschön. So, jetzt schauen wir doch mal bei dir. Also ich finde die so fantastisch, die Legung. Ja, was habe ich vorhin angesprochen? Wir haben die Wunscherfüllung. Ne? Deine Wünsche werden nämlich in Erfüllung gehen, egal um was es geht. Was du dir wünschst, was du dir zum Ziel gesetzt hast, wird auch bei dir in Erfüllung gehen. Neubeginn, Veränderung, Wandel. Wunscherfüllung, tada! Also, nochmal die Wunscherfüllung. Deine Wünsche gehen in Erfüllung. Das ist die positivste Karte hier in diesem Tarotdeck. Und es ist wirklich wunderschön. Also alles, was du dir wünschst, geht in Erfüllung. Wir haben die Aktivität und jetzt haben wir noch dazu die Raupe. Positive Entwicklung, Wunscherfüllung. Also ob es um Personen geht, du wirst die richtige Entscheidung treffen und du hast auch das Richtige getan. Lass dich bitte nicht und niemals von niemandem ins Zweifeln bringen. Missverständnisse, die es mal gegeben hat, die werden komplett aufgelöst. Es klärt sich. Alles, was in der Unsicherheit, in der Unruhe, in der Nervosität ist, vor allem was die Liebe, diese Zuneigung, die Verbindung betrifft, kommt wirklich in die Stabilität. Und also ich bin komplett fasziniert von dieser fantastisch tollen Legung. Und ich wünsche es von ganzem Herzen jedem Einzelnen von euch. Ihr habt es so sehr verdient. Eine wundervoll liebe Umarmung an euch und noch einen wundervoll schönen restlichen Tag. Tschüss, ihr Lieben.